Aloha da draußen. Wahrscheinlich hast du auf dieses Video geklickt, weil du wissen willst, was es mit diesem Klimawandel auf sich hat, von dem alle sprechen. Ich habe vor kurzem gemerkt, wie viel Basiswissen zu dem Thema fehlt, selbst in meiner Familie. Dieses Video ist mein Versuch, diese Situation zu verbessern. Also Klimawandel. Die Definition dazu findet jeder auf Wikipedia, deswegen erspare ich dir die. Es geht um die Veränderung der Temperatur auf dem gesamten Planeten, also die Durchschnittstemperatur auf der Erde. Klimawandel gab es schon immer, hört man oft von Kritikern, und ja, das ist auch vollkommen richtig. Das ist aber auch nicht der Grund, warum wir jetzt darüber sprechen. Der Grund dafür wird aber gleich klarer. Fangen wir mal mit der Erde an. Das ist der Planet, auf dem wir alle wohnen, noch. Wir haben eine Atmosphäre um unseren Planeten herum und die schützt uns vor einigen Strahlungen aus dem Weltall und hilft uns beim Atmen. Die Atmosphäre ist relativ dünn, wenn man genauer hinschaut, und wir ballern da jeden Tag Millionen von Tonnen an Abgasen rein. Was hat das jetzt aber mit dem Klima zu tun? Die Sonne wirft Lichtstrahlung auf die Erde. Ein Großteil davon durchdringt die Atmosphäre, trifft auf die Oberfläche und erwärmt unseren Planeten. Ein Teil der Energie wird aber wieder reflektiert und geht zurück ins All. Allerdings muss diese Strahlung ja nochmal durch die Atmosphäre. Und ein Teil der Energie kommt da eben nicht einfach so durch und wird dort von den Treibhausgasen absorbiert und erwärmt damit die Atmosphäre. Soweit ist das auch in Ordnung. Wenn sich jetzt aber der Anteil an Treibhausgasen in der Luft erhöht, hauptsächlich sprechen wir hier von Methan, Wasserdampf und dem guten alten CO2, was passiert denn dann? Es strahlt immer noch genauso viel Sonne auf unsere Erde, allerdings kommt nicht mehr so viel von der Energie wieder weg und es wird wärmer. Also mehr CO2 heißt mehr warm. Und das kann man auch beweisen. Dieser Graph hier zeigt die CO2-Konzentration in der Luft über die letzten 800.000 Jahre. Und der Graph hier zeigt im selben Zeitraum die globale Durchschnittstemperatur. Ich denke, jeder erkennt jetzt hier einen Zusammenhang. Jetzt verbrennen wir seit der industriellen Revolution immer mehr fossile Brennstoffe wie Kohle, Gas und Öl und blasen damit eine ganze Menge zusätzliches CO2 in die Luft. Und das merkt man auch schon an der Temperatur. Seitdem wir das Wetter aufzeichnen, waren die 20 heißesten Jahre innerhalb der letzten 22 Jahre und die 4 heißesten Jahre waren die letzten 4 Jahre. Die Global Warming Stripes zeigen das ganz gut. Jeder Streifen steht für ein Jahr von 1850 bis 2018 und zeigt mit seiner Farbe an, ob die globale Temperatur über oder unter dem Durchschnitt liegt. Aber was passiert denn jetzt wirklich, wenn es wärmer wird? Ein paar Folgen der globalen Erwärmung sind Umweltkatastrophen, Hungersnöte und viele, viele Flüchtlinge aus unbewohnbar gewordenen Regionen. Und wir sehen heute schon einiges davon. Übrigens, sollten wir in unserer Lebensweise nichts ändern, sieht unser CO2-Graph von vorhin im Jahr 2100 so aus.